Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video das Dependency Inversion Principle oder DIP kurz abgekürzt eben genauer anschauen. Das ist das erste der Solid Principles of Object-Oriented Design, das ich hier vorstellen möchte. Und zu Beginn werden wir nicht mal mit der Definition des DIPs anfangen, sondern ich möchte eigentlich erstmal das Problem zeigen, das entsteht, wenn wir nach einer gewissen Art und Weise programmieren. Deswegen mache ich ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Wir sehen hier, ich habe einfach ein neues Konsolenprojekt in C# erstellt und ich werde jetzt hier einfach mal eine Copy-Methode schreiben. Und wir haben hier eben jetzt diese Copy-Methode. Ich mache sie sogar public, damit sie von außen zugänglich ist. Ich fange jetzt einfach mal an, dass ich eben sage, der Kopiervorgang soll irgendwann enden, aber solange er nicht mit Ende bestätigt ist, soll er eben fortlaufen. So, ich möchte in dieser Copy-Methode eigentlich sagen, dass ich von der Konsole jeweils eine Taste einlese, dann gucke, ob Escape gedrückt wurde. Und dann möchte ich eben entscheiden, wenn Escape gedruckt wurde, beende ich den Copy-Process. Ansonsten schreibe ich diese Info, die ich bekommen habe, einfach wieder raus. Das heißt, ich hole mir eine Tasteninfo über console-read-key und gebe hier noch true an, damit das nicht sofort wieder auf der Konsole landet. Und dann sage ich hier eben Tasteninfo, wenn dieser Key gleich console-key.escape ist. So. Dann sage ich hier im Prinzip nur soll enden. Und das setze ich eben auf true. Und mache dann sofort ein continue. Und ansonsten mache ich hier console-write eben diese Tasteninfo. Und zwar den Keychar. Also den Character, der hier mit drin steckt. Key ist sozusagen eine Enumeration. Keychar gibt mir tatsächlich einen Character zurück, den ich dann sozusagen wiederum auf die Konsole ausgeben kann. Und wir sehen jetzt hier eben schon, dass wir hier jetzt im Prinzip die Konsole haben und ich kann hier munter tippen. Es hat eigentlich so ein bisschen sogar das Feeling von, wenn ich auf der tatsächlichen Konsole Eingaben mache. Also ich kann hier auch rückwärts gehen. Es wird zwar nicht gelöscht jetzt mit unserem Copy-Modul, aber im Prinzip kann ich zumindest alten Text hier überschreiben, wie man sieht. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, damit habe ich jetzt hier im Prinzip unser simples Copy-Modul fertiggestellt. Irgendwann kann ich dann Escape drücken und mein Programm springt dann eben hier aus diesem Copy-Modul raus und damit sind wir am Ende. Warum rede ich jetzt hier von Modul und nicht einfach von Funktion? Weil im Prinzip hat das, was wir hier sehen, überhaupt nichts mit Objektorientierung zu tun. Wir haben hier eine statische Methode, das heißt, wir können die einfach so aufrufen, ohne dass wir irgendwie ein Objekt dazu brauchen. Wir müssen auf keine Klasse new aufrufen. Wir haben hier eben dieses soll enden und dann machen wir innerhalb dieser Schleife einfach prozeduralen Code, den wir hier jeweils über statische Methoden aufrufen. Der Punkt ist einfach, lassen Sie sich von diesem Begriff Modul nicht abschrecken. Ich habe es hier nochmal im Prinzip nur angedeutet. Ein Modul ist letztendlich nichts anderes als das Zusammenfassen von einer Funktionalität oder auch einer Methode oder mehreren Methoden oder vielleicht auch Klassen, die eben zusammen ein Modul bilden und sozusagen eine Funktionalität repräsentieren. Und in diesem sehr, sehr einfachen Beispiel, das natürlich nichts mit dem Programmieralltag zu tun hat, habe ich jetzt eben gerade diese Funktion oder dieses Modul Copy geschrieben. Und das bezieht sich eben wiederum auf console-read-key und auf console-write. Ja? Können wir uns auch nochmal hier im
Code verdeutlichen. Ich kann das vielleicht auch mal hier nebeneinander wirken lassen. Wir haben hier eben diese Struktur, wie im Skript angedeutet. Für uns in diesem simplen Beispiel heißt es nichts anderes, als dass wir hier die Methode copy haben. Die ist hier oben, oder ich nenne sie tatsächlich mal Funktion. Und innerhalb dieser Methode greifen wir eben auf ReadKey zu. Das ist tatsächlich eine andere Funktion, die wir aufrufen. Und dieses Modul hat eben wiederum die Aufgabe, einen Tastendruck von der Tastatur einzulesen über die Konsole. Und ConsoleWrite ist eben das Gegenteil. Hier schreiben wir eben diese Info, die wir uns über das ReadKey-Modul geholt haben, wieder raus. Und der Punkt ist eben, Copy hat eine direkte Abhängigkeit zu diesen beiden anderen Modulen. Warum? Weil wir hier einfach direkt diese Methoden aufrufen. Und warum das ein Problem ist, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wieder. Bis bald.